Da ich seit fast 2 Jahren kein neues Merchandise rausgebracht habe, haben sich einige Fanpages von mir gedacht, Mensch, übernehmen das für dich. Wir haben richtig gute Ideen. Die schauen wir uns heute mal gemeinsam an. Starten wir mit Idee Nummer 1. Das... Digga. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Skippen wir weiter zur Merch-Idee Nummer 2. Wie ich komm... Boah, ich hasse euch so doll. Idee Nummer 3. Ist das eine Interkontinentalrakete? Bin ich jetzt Waffenlieferant oder was? Laser Industries. Gehen wir weiter zur Merch-Idee Nummer 4. Ach, Digga, ich hasse euch so doll, ne? Premium-Hundefutter. Och. Ich lach zwar, aber das ist eigentlich nur Schmerz. Merch-Idee Nummer 5. Das ist sogar tatsächlich Merch. Zum ersten Mal. Und nicht irgendeine Rakete oder Hundefutter. Ich glaube, die ersten 4 Merch-Ideen waren einfach so ein bisschen auf Joke-Basis. Deswegen hoffe ich mal, dass wir jetzt nach dem Shirt gerade so ein bisschen jetzt auf richtiges Merchandise zählen können. Deswegen machen wir weiter mit Nummer 6. Laser-Lukas-Eier. Hey, ihr seid echt nicht mehr zu retten. Merch-Idee Nummer 7. Ist das ein Furzkissen? Die denken sich halt auch, komm, egal welches Produkt wir nehmen, wir machen einfach ein Smiley drauf. Luca-Shop.de. Merch-Idee Nummer, keine Ahnung, ich habe vergessen zu zählen. Laser, Clean, Klar und Wischpflegekonzentrat. Dicker, wir machen direkt weiter mit dem nächsten. Ah! Es geht doch! Ein Regenschirm! Mit ganz vielen Smileys all over. Das finde ich sogar echt eigentlich ganz cool, weil ein Regenschirm kann man immer gebrauchen. Kannst du sogar auch bei Sonne benutzen. Merch-Idee Nummer 700. Kotgarten. Luca zum selber anpflanzen. Da kann... Also die Marke heißt Kotgarten, aber mit selber anpflanzen meinen die Lauch. Also war echt lustig. Machen wir weiter mit der nächsten Merch-Idee. Vielleicht jetzt auch mal wirklich Merch. Also T-Shirts, Hoodies etc. Gucken wir mal, denn... Laser Deo. Was steht da? Anti-Scheiß-Edition. Ach, ich weiß auch gar nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ein Toaster! Ja, nach dem Toaster kommt selbstverständlich der neue Hoodie! Advents-Kalasernder. Ey, sag mal, wurde euch komplett ins Hirn geschissen von einer Kuhherde oder was? Nach dem Adventskalasernder kommt jetzt aber natürlich der neue Hoodie. Laser Luca Karnevalskostüm. Wir haben mein Shirt, meine Jacke, meine Hose, meine Schuhe. Dann meine... Das ist ja kein... Sag mal, habt ihr das verstanden mit den Merch-Ideen, Leute? Von daher machen wir jetzt weiter mit dem neuen Hoodie. Ein Kühlschrank. Digga, was soll ich als nächstes rausbringen? Ein Haus in meinem Shop oder was? Nach dem Kühlschrank kommt aber selbstverständlich der neue Hoodie! Pampers! Sag mal, habt ihr es gecheckt, Leute? Nein, Digga. Nach den Pampers kommt natürlich jetzt der neue Hoodie! Oh! Oh, das ist sogar in Ordnung. Also ich würde natürlich nicht meine schielende, hässliche Fresse da drauf klatschen. Aber mit den 3 Smileys ist ganz cool. Ich hatte damals auch mal ein Fantreffen. Da sollte ich einem Mädchen auf ihre Air Force ein Smiley draufmalen. Und dadurch, dass ich abgerutscht bin mit meiner Hand drüber, sah das dann sogar ganz cool aus. Also ich habe gesagt, guck mal, voll cool, bin extra abgerutscht. Aber eigentlich bin ich abgerutscht. Ich hatte 3 Tage lang so eine schwarze Hand, weil das so ein permanent Ding war. Ein Bobbycar. Also, genau. Nach dem Bobbycar kommt jetzt aber selbstverständlich der neue Hoodie. Oh. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Soll ich Toilettenpapier rausbringen? Halt dein Maul. Passend zum Toilettenpapier. Oh mein Gott, ey. Nach dem WC kommt allerdings selbstverständlich der neue Hoodie. Laser Luca Kölsch. Da, übrigens eine ganz kurze Sache, ein Kumpel von mir hat hier in Köln so eine Meme-Seite. Die heißt Köln ist cool.
Und ich habe dem schon voll häufig gesagt, Digga, bring doch mal eigenes Kölsch raus. Das wäre so wild, aber da hast du direkt Krieg. Du kommst nirgendwo in die Läden, du kommst hier nirgendwo in die Supermärkte. Und Kölsch funktioniert halt nur in Köln. Also diese ganzen Unternehmen, Reisdorf, Gaffel, Früh, Mühlen etc., die es hier gibt in Köln, die lassen dich da gar nicht in den Markt rein. Deswegen, das ist auf jeden Fall ausgeschlossen. Wir machen allerdings weiter mit dem neuen Hoodie. Oh, ach, ein T-Shirt. My Passion. Und einfach Selfie Sandra. Also wir haben sie damals immer nach dem Bild Angela Merkel genannt. Aber ja, ich würde es auf jeden Fall nicht kaufen. Machen wir nun allerdings nach dem T-Shirt selbstverständlich weiter mit dem neuen Hoodie. Zahnpasta benutze ich eh nie. Keep calm and skip leg days. Ich hasse euch so doll. Nach diesem Hoodie, meine Damen und Herren, kommen wir nun allerdings endlich zum neuen Hoodie. Der... Ist es ein verficktes Laubgebläse? Nach der Pfanne, die euer Koch-YouTuber des Vertrauens selbstverständlich übermorgen in den Shop bringen wird, kommen wir nun allerdings zum neuen Hoodie. Auf meiner Pizza ist Platz. Ey, ihr seid solche Wichser. Ey, ihr seid die größten Söhne, die es auf dem ganzen Planeten gibt. Einfach mal alle Skandale hier mit reinbringen. Vor allem das mit dieser Plastikpizza, das triggert mich bis heute, ne? Das ist halt ein stinknormaler Produktionsfehler. Das passiert jeden Tag, in jedem Unternehmen, in jeder Firma. Aber bei mir direkt die Bild-Zeitung stürzt sich drauf. Alle YouTuber machen Videos. Kongcrafters Plastikpizza. Digga, da ist ein Mitarbeiter aus Versehen, so ein kleiner Becher, mit in die Tomatensauce gefallen. Die Pizzen gingen nie in den Handel. Da ist keinem was passiert. Ich krieg Mails, oh, mein Sohn ist fast gestorben. Wir hätten gern 2 Millionen. Ja, halt's Maul, Brigitte. Ein Löffel? Da wirst du ja jedes Mal, wenn du was isst, an meinen hässlichen Content erinnert. Laser Luca Jumpscare Halloween Maske. Ey, da habe ich einmal meine Thumbnails in letzter Zeit so ein bisschen mehr wie Mr. Beast bearbeitet und alle kommen direkt an, oh, der ist aus dem Comic ausgebüxt. Schimmelkäse. Ey, wirklich, komm, wir machen noch 5 Merch-Ideen und danach lasse ich euch ins Wochenende. Wie man ein Volltrottel wird wie ich. Super, ihr seid echt sympathisch. Einfach ein Trecker. Ja, alles klar. Morgen kommt dann wirklich das Haus in den Shop. Als nächstes haben wir hier eine Schuhmatte. Wo steht Schuhe bitte hier? Abtreten mit meiner hässlichen Fresse. Sehr schön. Nächste Merch-Idee ist das hier. Das kann ich nicht einblenden. Ich hasse euch so doll, ne? Vorletzte Merch-Idee für heute ist das hier. Ein T-Shirt, wo mein Logo in den Müll befördert wird. Und die letzte Merch-Idee, meine Damen und Herren, nochmal ordentlich Trommelwirbel, ist das eine Taschentücherbox mit Heuleise. Perfekt, Digga. Ich hasse euch so doll.